Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Reise auf der Arosa Mia. Wir sind noch immer in Budapest und verlassen die Hauptstadt von Ungarn stromaufwärts in Richtung Bratislava. Bratislava angekommen, machen wir etwas Außerirdisches. Wir fahren auf die Aussichtsplattform des UFO Towers und werfen einen Blick aus 95 Metern Höhe auf die Pressburg und das Parlament. Am Nachmittag legen wir erneut ab in Richtung Österreich. Auf uns wartet die berühmte Passage durch die Wachau, ca. 35 Kilometer lang und UNESCO-Welterbestätte. Und natürlich eines der berühmtesten Weinanbaugebiete Österreichs. Wir freuen uns auf einen spannenden Flusstag mit atemberaubenden Aussichten. Das Highlight der Wachau-Passage findet sich in Melk, das Benediktinerkloster Stift Melk. Wir machen uns auf in die Altstadt und spazieren zum Kloster. Leider ist, Corona-bedingt, die weltberühmte, seit 1089 bestehende
Bibliothek im Moment für Besichtigung leider nicht geöffnet. In Engelhards Zell. Die Reise auf der Donau neigt sich dem Ende zu und wir genießen ein letztes Mal das vorbeiziehende Flusspanorama und die Annehmlichkeiten der Arosa Mia.